Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir haben eben die Nachricht bekommen, dass der Khariji Abu Bakr al-Baghdadi getötet worden ist. Ich habe noch gar nicht mitbekommen, wie er gestorben ist oder was auch immer. Aber die Frage ist, ob man sich darüber freut. Ich persönlich freue mich selbstverständlich darüber. Man darf es nicht vergessen, dass diese Vollidioten mich vor etwas mehr als über 3 Jahren auf die Todesliste gestellt haben. Weil irgendwelche anderen Vollidioten aus Deutschland irgendeinen Schrott erzählen, von wegen arbeiten mit dem Staat zusammen. Und so hat diese Drecksvereinigung von IS gleich idiotischer Staat die ganze Zeit gearbeitet. Und deswegen sollte man sich als Muslim auch darüber freuen, wenn jemand stirbt, der Unheil über die Muslime bringt und gebracht hat, Schaden ohne Ende gebracht hat, das Bild des Islams entstellt hat, tausende Unschuldige getötet hat. Möge Allah ihm das vergeben, was er verdient, aber wir hätten uns mehr gefreut über seine Tauba. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.